OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland. Zum dritten Mal haben die OM Medien den OM Zukunftsmacherin Award verliehen. In diesem Jahr ausgezeichnet wurde Stefanie Barlage. Vor 10 Jahren ist die Dinklagerin in den elterlichen Hof eingestiegen. Die 36-Jährige hat sich auf die Ferkelaufzucht und die Sauenmast spezialisiert. Heute kümmert sie sich um mehr als 200 Sauen und 1000 Ferkel. Wieso sie erst über einen Umweg zu ihrem Traumjob gefunden hat und weshalb sie gerne Gäste durch ihre Ställe führt, darüber möchte ich mit ihr in der heutigen Folge sprechen. Mein Name ist Kaschen Duzat und damit herzlich willkommen zum Podcast von OM Online. Einfach schnell informiert mit der E-Paper-App der Münsterländischen Tageszeitung und der Oldenburgischen Volkszeitung. Genießen Sie den hervorragenden Lesekomfort. Lassen Sie sich Artikel einfach vorlesen oder lösen Sie täglich knifflige Sudokus und Kreuzworträtsel. Die zukunftsweisende E-Paper-App der OM Medien. Jetzt unter Mein OM Online oder in Ihrem App oder Play Store. Und mir gegenüber sitzt jetzt die Zukunftsmacherin 2024, Steffi Barlage. Moin Steffi. Ja moin, dankeschön für die Einladung. Steffi, du hast ja erst eine Ausbildung in eine völlig andere Richtung gemacht. Du bist nämlich ausgebildete Steuerfachangestellte und hast dich nach dieser Ausbildung erst neu orientiert und bist dann in die Landwirtschaft gegangen. Warum konnte dich der Bürojob nicht fesseln? Ich meine, es ist eine sichere Bank eigentlich, eine sichere Ausbildung, trotzdem dann Landwirtschaft. Warum? Also Landwirtschaft hat mich immer schon gereizt, als Kind schon. Ich mochte es immer schon gerne tun, in Anführungsstrichen, im Stall meiner Eltern zu helfen. Wir haben halt Sauen und das war immer schon so ein Reiz. Aber irgendwo habe ich, ja, irgendwo wusste ich noch nicht so richtig so, ja, was machst du? Und mein Vater hat immer zu mir gesagt, mach doch erstmal im Büro was, das ist auch nicht verkehrt. Und dazu kam es dann, dass ich mich dann halt beworben hatte und ja, letzten Endes in einem Steuerbüro gelandet bin. Und das waren auch schöne 3 Jahre, aber mir war schon sehr schnell bewusst, dass es halt nicht das ist, was ich für immer machen möchte. Und ja, den ganzen Tag im Büro zu sitzen, steuern ist auch so ein bisschen trockener, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es war eine schöne Zeit, die würde ich auch niemals missen wollen. Und es hat Spaß gemacht. Aber dennoch habe ich gesagt, nein, ich möchte sehr gerne den Hof meiner Eltern übernehmen. Und ja, habe mich dann entschlossen, nach der Ausbildung zur Steuerfachangestellten den Weg einzuschlagen zur Landwirtin und habe das dann auch in die Tat umgesetzt. Und ja, habe dann im Anschluss nach der landwirtschaftlichen Ausbildung, die ich dann nur noch 2 Jahre machen brauchte, weil ich ja schon die Steuerfachangestelltenausbildung hatte, war auch 2 Jahre lang weg. Das heißt, fremdgeschlafen, in Anführungsstrichen, auf 2 anderen Betrieben. Und habe dort auch viel mitgenommen, viel erfahren. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Und dann habe ich im Anschluss die Fachschule besucht, dann noch ein Praxisjahr gemacht, den Winterkurs und dann die Meisterschule. Ja, und dann war ich quasi fertig und konnte dann auch gleich auch ausbilden und habe das auch gleich in Anspruch genommen, beziehungsweise es wurde dann spontan, ja, kam bei mir einer zu und also darauf zu, ein Auszubildender. Und ja, somit hat das dann auch alles seinen Lauf genommen und es, ja, macht riesig Spaß. Seit 2011 teilst du dir den Hof mit deinem Vater. Dein Vater macht vor allen Dingen die Bullenzucht. Du hast dich für die Sauenhaltung entschieden. Und zwar die Sauenhaltung im geschlossenen System. Das heißt, von der Besamung über die Ferkelzucht bis hin zur Schlachtreife, all das machst du. Was war denn für dich der Reiz an der Sauenhaltung? Der Reiz an der Sauenhaltung, also ich mag unwahrscheinlich gerne die Sauen, die Tiere. Es ist wirklich ein tolles Arbeiten mit den Tieren. Also wenn die jungen Sauen quasi, so nennen wir sie immer, die Kronjuwelen, kommen auf den Hof, dort die 6 Wochen Quarantäne dann machen und im Anschluss ins Deckzentrum gehen und dann von der Besamung und dann, wenn die Besamung erfolgreich gewesen ist, wenn sie dann quasi nach 115 Tagen abferkeln, die kleinen Babyferkel zu sehen, also zu sehen, wie neues Leben heranwächst, das ist einfach spannend zu gucken,
Richtung zu schauen und das auch den Azubis mitzugeben, auf den Weg zu geben und dann wie die kleinen Ferkelchen quasi im, ja, in Anführungsstrichen im Kindesalter so als Baby heranwachsen. Und es ist zwar viel Arbeit, aber es macht auch unwahrscheinlich viel Spaß. Und wo man sie dann weiterhin begleitet in die Ferkelaufzucht, also Fledeckstall nennt man das auch bei uns in der Sprache. Und das ist quasi der Kindergarten, die Kinderstube dann. Und dann gehen sie dann weiter in die Mast. Und ja, bis sie dann halt quasi als schlachtreife Tiere zur Schlachtung gehen. Und das macht einfach, also diesen Verlauf zu sehen, das ist auch einfach spannend. Und das, die Herangehensweise, das Aufwachsende der Tiere, das macht einfach unwahrscheinlich viel Spaß. Ihr habt weit über 1000 Tiere, 200 Sauen und circa 1000 Ferkel. Das ist das, was ihr im Normalbetrieb in den Ställen habt. Das ist schon eine ordentliche Größe. Früher wart ihr größer, aufgrund von Tierwohl seid ihr dann runtergegangen. Trotz alledem immer noch eine wirklich große Zahl an Tieren, mit denen du umgehst. Wo siehst du denn für dich persönlich da die größten Herausforderungen? Ja, also auf Dauer ist es halt auch so, wir müssen bei uns in den Ställen aus politischer Sicht auch noch umbauen. Jetzt ist erst das Deckzentrum gefordert, im Anschluss noch der Abferkelstall, wobei ich den Abferkelstall noch 2013, 14 war es, den noch erneuert habe oder der ganz neu gekommen ist und man jetzt schon wieder dann halt in den nächsten Jahren umbauen muss. Und ich wünsche mir auch, dass man mehr Planungssicherheit bekommt, gerade als junger Landwirt, dass man Zukunftsperspektive hat, dass einem auch nicht so viel Bürokratie und andere Sachen in den Weg gelegt werden, sondern dass es einfacher geht. Ist denn die Schweinemast im Allgemeinen immer noch ein sehr männlicher Beruf? Würdest du das so sehen? Das würde ich gar nicht mal mehr so sehen. Also so bei mir war es beispielsweise so im ersten Lehrjahr, wo ich dann da, oder beziehungsweise zweites Lehrjahr, da war ich die einzige Frau, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war schon so ein bisschen, also ich hätte mir schon gewünscht, so ein paar mehr weiblichere in meiner Klasse zu haben, weil es ergeben sich dann andere Gespräche. Aber ich fand das jetzt nicht schlimm oder so, um Gottes Willen. Also ich wurde jetzt auch nicht irgendwie blöd in Anführungsstrichen aufgenommen oder so, weil ich ja auch schon vorher die Steuerfachangestelltenausbildung gemacht hatte, war ich auch dementsprechend die Älteste. Und es war einfach, nee, es war auch eine schöne Zeit. Und ja, also ich würde schon, es ist halt schon ein bisschen noch männerlastig, das sage ich schon so, doch. Aber es ist jetzt auch schon so im Abferkelstall gerade, da braucht man auch gerade die Frauen. Und doch, da sind auch schon mehr Frauen als Männer. Aber so, ich sag mal so, die Jungs, die interessieren sich ja doch noch mehr fürs Treckerfahren und so. Aber das können auch heutzutage die Frauen. Also es ist ja auch nichts in der Hinsicht, dass man da jetzt doll körperlich in Anführungsstrichen arbeiten noch muss, dass man da irgendwie schwer heben muss oder so, im Gegensatz zu früher. Und du bildest ja auch aus, hast du ja schon gesagt, hast auch viele Praktikanten, Schülerpraktikanten auf dem Hof. Wie ist das da? Das ist bis jetzt ja schon seit 10 Jahren im Berufsleben. Wie ist das jetzt da? Merkst du da einen Wandel, dass es da vielleicht mehr Frauen, mehr Mädchen gibt, die sich doch für den Beruf interessieren? Also tatsächlich hatte ich vor kurzem noch eine Praktikantin bei uns, eine Schülerpraktikantin. Und da sagte mir die Mutter noch so, ja, die Tochter hat erst nach 1-2 Tagen wirklich, das war wirklich hart für sie, weil sie die Abläufe noch nicht so kannte und die viele Arbeit halt. Und aber im Nachgang, ich habe sie auch selber nochmal gefragt, und würdest du das wieder machen und so? Sie schreibt auch noch in mein Buch rein, habe ich auch gesagt. Sie kann da halt reinschreiben, was sie möchte. Und im Nachgang sagt sie doch, es war sehr schön und es hat sehr viel Spaß gemacht und ja, sie würde es auch weitermachen. Und das ist schon schön dann zu hören und ja, das macht dann halt schon Spaß. Und über die Jahre halt, ich bilde ja auch schon seit über 10 Jahren aus, muss ich aber auch dabei sein, dass das waren mehr männliche Wesen in Anführungsstrichen als Frauen, aber das ist halt, ja, ist halt auch verschieden, ne? Du bildest ja nicht nur aus und engagierst dich da quasi für die Branche, sondern du bist auch ehrenamtlich tätig, du bist im Beirat der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Niedersachsen, du bist im Aufsichtsrat der Erzeugergemeinschaft Oldenburger Münsterland. Was reizt dich am Ehrenamt? Was reizt dich an der ehrenamtlichen Tätigkeit und dem ehrenamtlichen Einsatz für die Branche? Also ich finde das gut, wenn man was bewirkt, wenn man auch was nach außen trägt und wenn man auch die Landwirtschaft einen Teil dazu beiträgt, ein Teil der Landwirtschaft zu sein und auch Sachen vorwärts bringt. Und es macht auch einfach Spaß, auch der Erfahrungsaustausch mit anderen Landwirten. Also man wird dadurch ja in Anführungsstrichen nicht dümmer, sondern man kann nur dazu gewinnen. Und das finde ich halt auch einfach sehr schön.
Und es macht auch einfach riesen Spaß, auch sich auch irgendwie was ehrenamtlich was zu machen, sich zu engagieren. Also ich sage auch immer, jungen Leuten, macht was. Also wenn ihr irgendwie, wenn ihr was nicht gut findet oder nicht okay findet, dann geht nach draußen und dann verändert die Welt, dann macht was anderes, dann macht sie besser. Und man kann immer meckern, aber wer nur meckert, aber nichts macht, dann verändert sich auch nichts. Und deswegen ist es wichtig, dann auch in solchen Ehrenämtern mitzuwirken und das zu gestalten. Gutes Stichwort gestalten. Du bist nicht nur hinter verschlossenen Türen ehrenamtlich tätig im Aufsichtsrat und im Beirat, sondern du bist sehr offensiv. Du gehst ins Fernsehen, du warst in diversen TV-Programmen bereits zu sehen als Vertreterin der Schweinebranche. Darüber hinaus lädst du auch Leute ein, ja, kommt auf meinen Hof, ich zeige euch hier, ich betreibe zwar konventionelle Landwirtschaft, aber ich zeige euch, wie konventionelle Landwirtschaft wirklich aussieht. Ich lasse euch in meinen Stall. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass Landwirte, fremde Leute jeden Alters quasi in den Stall holen, um zu zeigen, so entsteht das Schweinefleisch, so muss man es ja sagen. Warum gehst du so offensiv und so transparent um? Was treibt dich da um? Also erstmal, ich finde es wichtig, dass man jungen, nicht nur jungen Leuten, sondern auch den älteren Leuten das zeigt, was wir machen. Wir haben uns ja auch nicht, also wir müssen uns ja auch nicht verstecken oder so. Und ich finde es einfach enorm wichtig, dass man denen das zeigt, was wir machen, weil wir unseren Job auch sehr gut machen. Und diesbezüglich sage ich jedem, der Lust, der Interesse hat, einfach kommt rein. Also ich bin für alles offen. Und jeder, der Lust und Zeit hat, der kann gerne mal vorbeikommen, sich die Sauenhaltung anschauen und angucken. Genau. Aber normalerweise ist das ja eher was man jetzt mit biologischer Landwirtschaft, vielleicht auch so einem romantisch verklärten Blick auf die Landwirtschaft sich vorstellt. Du sagst ja, ich bin konventionelle Landwirtin. Ich zeige euch konventionelle Landwirtschaft. Das finden bestimmt nicht alle gut. Du machst dir da doch bestimmt auch keine, also nicht nur Freunde, sondern vielleicht auch den einen oder anderen Feind. Warum? Also jeder hat eine Sichtweise, klar. Also es gab auch welche schon im Stall, die gesagt haben, nee, also so sieht die Tierhaltung für mich nicht aus und ich bin vegan und bleibe vegan und es ist ja auch in Ordnung. Also ich will da auch kein irgendwie ein Umdenken vermögen oder so. Also jeder kann, also ich möchte einfach nur dafür werben, für die konventionelle Landwirtschaft auch, wie wir sie führen, weil sie wird ja auch hier, also ich finde sie auch sehr gut, muss man ganz ehrlich sagen. Also das andere ist ja halt auch, wenn man jetzt in höheren Haltungsstufen geht, muss jeder auch für sich selber wissen. Das ist ja auch natürlich auch ein riesen Geldfaktor da, den man dann auch in die Hand nimmt. Und die Frage ist ja auch letztendlich, was möchte man selber und was kann man selber auch für sich? Und und ich finde so die Haltungsform, die wir bei uns in unseren Stellen machen, finde ich sonst ganz gut, muss man ganz ehrlich sagen. Also natürlich, ich bin auch bereit für andere Ideen, für andere Dinge, aber da muss man auch als Landwirtin auch auf die Dauer eine vernünftige Planungssicherheit bekommen. Also es ist jetzt nicht auszuschließen, dass ich jetzt sage, ich mach keinen anderen Weg oder so, sondern ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich in Zukunft auch in höheren Haltungsstufen, dass ich das mache. Also das ist nicht ausgeschlossen. Nichts ausschließen für die Zukunft, aber wie blickt dann die Zukunftsmacherin 2024 in die Zukunft? Also ich sehe sie doch positiv, also weil ich bin Landwirtin durch und durch, ich mag meinen Job wirklich gerne tun, in Anführungsstrichen, und ja, wer aufgibt, sage ich immer, der hat schon verloren und deswegen muss man auch am Ball bleiben und ja, man muss sich auf die Veränderung einlassen können auch und man muss auch dann einen Teil dazu beitragen und wenn einem das nicht passt oder gewisse Dinge nicht passen, dann muss man sie auch in die Hand nehmen und ja, nach vorne blicken, nach vorne schauen und aber trotz dessen auch aus politischer Sicht den Herausforderungen, die wir uns alle noch stellen müssen, sehe ich es aber trotz dessen für uns Landwirte, also dass wir eine Chance haben, dass ich das positiv in die Zukunft blicke und nicht negativ, weil ich bin auch ein positiver Mensch, eher ein Optimist als ein Pessimist. Ja, dann vielen Dank, Steffi, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier mit uns über dich, über deinen Hof, über deine ehrenamtliche Tätigkeit und ja, wie du auf die Branche, die Schweinehalterbranche blickst, gesprochen hast. Und nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zur Zukunftsmacherin 2024. Ja, danke schön. Ja, es freut mich auch sehr und ich möchte mich auch nochmal recht herzlich bedanken dafür. Also ich bin wirklich stolz darauf, diese Ehre als Zukunftsmacherin, als Landwirtin sein zu dürfen. Und ich finde einfach, es sind alle Frauen, die irgendwas bewirken, die selbstständig sind, die das Land verändern wollen, die was machen möchten. Das sind für mich alle Zukunftsmacherinnen. Also deswegen sehe ich mich nicht nur als Zukunftsmacherin, sondern auch jede von uns.
Und das war's auch schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bei Kritik und Anregung könnt ihr uns gerne eine E-Mail an redaktion@om-medien.de schicken. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Mein Name ist Kaschen Duzat. Bis dahin, macht's gut. Ciao.